Nicht schlecht. Betrüger, Mörder und Schwerverbrecher tragen sie, Angeklagte und Fluchtgefährdete auch. Die elektronische Fußfessel. Aber in den USA, da werden solche Fesseln jetzt auch bei Kindern eingesetzt. Sogar bei solchen, die gar nichts verbrochen haben. Und zwar von deren eigenen Eltern. Warum machen die das? Wir haben die 14-jährige Gabriella und ihre Mutter getroffen. In den USA gibt es jetzt Fußfesseln für Kinder. Und die sorgen für ordentlich Aufsehen. Denn zu dieser Fußfessel werden die Kinder nicht verurteilt. Die Eltern haben sich dazu entschieden. Die nutzen dieses Gerät als Erziehungsmethode. Es ist die gleiche Fußfessel, die auch Schwerverbrecher tragen, die auf Kaution freikommen. Damit können Eltern jeden Schritt ihrer Kinder überwachen. Was soll das? Wir müssen lange suchen, bis wir jemanden finden, der uns seine Geschichte erzählt. Denn auch in den USA ist die Fußfessel umstritten. Unsere Recherche führt uns in den Bundesstaat Arizona. In Phoenix will eine betroffene Familie mit uns sprechen. Sie lebt in einem ganz normalen Haus. Dort treffen wir Gina, alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Wir sind erst vor kurzem eingezogen und sind gerade dabei, das Haus umzubauen. 10 Jahre lang war Gina beim Militär und monatelang im Auslandseinsatz. Die älteste Tochter, Gabriella, musste dann bei Verwandten bleiben, die beiden immer wieder umziehen. Das Verhältnis von Mutter und Tochter ist mehr als angespannt. Ich weiß, mit meiner ältesten Tochter habe ich viele Momente verpasst. Das war für uns beide hart. Wegen der ältesten Tochter sind wir hier. Gabriella. Sie hat sich zwar bereit erklärt, mit uns zu sprechen, doch ihr Gesicht sollen wir nicht zeigen. Stattdessen zeigt sie uns etwas anderes, ihre Fußfessel. Die 14-Jährige darf das Grundstück nur mit elterlicher Erlaubnis verlassen. Die Fußfessel hat kein Richter angeordnet, sondern die eigene Mutter. 24 Stunden am Tag, rund um die Uhr, trägt Gabriella das Gerät. Für sie unerträglich. Als ich das erste Mal damit zur Schule gegangen bin, war das Erste, was ich gehört habe, oh mein Gott, sie hat eine Fußfessel. Ich habe versucht, es zu ignorieren. Mir doch egal. Doch dann haben selbst die Lehrer mich nur angestarrt. Und die Kinder haben mich angestarrt. Ein Stigma für Gabriella, für jedermann sichtbar. Der Eisenring ist mit Hartgummi umfasst, wasserfest und 700 Gramm schwer. Seit 11 Wochen trägt Gabriella die Fußfessel schon. Am Anfang war es schwer, damit zu schlafen. Ich bin in der Nacht aufgewacht, weil es so unbequem war. Ich will sie nicht mehr tragen, damit ich wieder ein normaler Teenager sein kann. Das zu hören fällt auch Mutter Gina nicht leicht. Dennoch will sie, dass ihre Tochter die Fessel noch mindestens ein paar Wochen trägt. Warum? Für Gina bedeutet das Gerät Sicherheit. Für Mutter und Tochter. Denn sie wusste bei der Erziehung ihrer Tochter nicht mehr weiter. Mir hat es nicht gefallen, dass sie einen festen Freund hat. Mir hat es nicht gefallen, dass sie zusammen die Schule geschwänzt haben. Ich war noch mehr entsetzt, als ich herausfand, dass sie versuchte, schwanger zu werden, mit 13. Ihre Reaktion, als ich das herausgefunden habe? Sie ist weggelaufen, seitdem 6 Mal. Rund um die Uhr war Gina in Sorge um ihre Tochter. Wenn Gabriella von zu Hause ausreist, muss ihre Mutter alles stehen und liegen lassen, um sie zu suchen. Deshalb hat sie sogar einen Job verloren. Wir haben alles Mögliche probiert, damit sie nicht mehr wegläuft. Reden, beraten, sie bestechen oder ihr Sachen wegnehmen. Als sie das letzte Mal weglief, fühlte es sich so an, als gäbe es keinen anderen Ausweg. Die Sorge um ihre Tochter erreicht den Höhepunkt, als Gina über Freunde hört, dass Gabriella beim nächsten Mal nach Mexiko abhauen will. Wirklich? Nein, das sind nur Highschool-Gerüchte.
Nur weil ich Mexikanerin bin, heißt das nicht, dass ich nach Mexiko abhauen will. Nach 6 Fluchtversuchen konnte Gina ihrer Tochter nicht mehr trauen. Sie hat zu viel Angst, dass Gabriella beim nächsten Mal für immer verschwindet und sie ihre Tochter dann nie wieder sieht. Über die Nachrichten erfährt sie von einem Angebot für verzweifelte Eltern, der Fußfessel. Mutter Gina entscheidet sich dafür. Doch was bedeutet das für Gabriella? Sie darf nicht an diesem Baum vorbeigehen oder den Vorgarten verlassen. Ich habe die Fußfessel so eingestellt, dass sie nirgendwo anders hingehen darf. Auch am Wochenende. Wenn sie das Grundstück verlässt, geht der Alarm los. Denn ich habe ihr nicht die Erlaubnis gegeben, irgendwo anders hinzugehen, außer in die Schule. Gabriella muss sich entweder in der Schule oder zu Hause aufhalten. Sich mit Freunden treffen? Unmöglich. Spontan shoppen gehen? Undenkbar. Und was passiert, wenn sie sich nicht an die Regeln hält? Wortwörtlich, jeder ihrer Schritte wird beobachtet. Von Lisa Penney, ihr gehört die Firma GPS Monitoring, die die Fußfessel anbietet. Sie überwachen Schwerverbrecher, Kriminelle unter Hausarrest und Kinder. Mit ihrem Computer kann Lisa die Position von jedem ihrer 260 Kunden nachvollziehen. Das ist Gabriellas Highschool. Und das Programm zeigt mir ganz genau, wo sie gerade ist. Alle 5 Minuten, jedes Gebäude, in das sie geht, all ihre Bewegungen. Und hier draußen am Rand sieht man diese kleine rote Sirene. Das ist ein Alarm. Das bedeutet, sie hat die Schule verlassen. Das Programm zeigt mir auch Datum und Zeit, als sie die Schule verlassen hat. Da sollte sie den Bus genommen haben. Und ich sehe auch, wie schnell sie sich bewegt. 37 Kilometer pro Stunde. Wenn sie so schnell rennt, sollte sie bei Olympia sein. Heißt also, sie ist im Schulbus. Jetzt kann ich ihr den ganzen Weg bis nach Hause folgen. Wenn sie einen Fehler macht, geht der Alarm los. Und der klingt so. Ein 95 Dezibel lautes Signal. Auch Mutter Gina kann auf diese Daten zurückgreifen und jederzeit checken, wo sich ihre Tochter gerade befindet. Rund $10 kostet die Totalüberwachung pro Tag. $3.650 im Jahr. Gina ist nicht die einzige Mutter, die sich dazu entschieden hat. Es hat alles mit einem Anruf von Eltern angefangen. Hilfe, ich möchte Ihren Dienst nutzen. Wir haben keine anderen Optionen mehr. Sie möchten nicht, dass Ihre Kinder aktenkundig werden, weil sie schlechte Entscheidungen treffen. Mit genauen Kundenzahlen hält sich Lisa zurück. Doch seit 2 Jahren greifen Eltern vermehrt zur Fußfessel. Demselben Modell, das auch Schwerverbrecher tragen. Dementsprechend widerstandsfähig und aufbruchsicher ist es. Dürfen Eltern ihre Kinder wie Verbrecher behandeln? In diesem Staat ist das legal. Man braucht keine richterliche Anordnung. Es wird nicht als Freiheitsentzug angesehen. Wird es hier in Arizona als Strafe gesehen? Nein. Es sind nur besorgte Eltern, die ihre Kinder überwachen möchten. In Deutschland wäre das wohl ganz anders. Eine Fußfessel verletzt das Persönlichkeitsrecht des Kindes. Aus gutem Grund ist diese extreme Erziehungsmethode also noch nicht bei uns angekommen. Auch in den USA gibt es genügend Gegenstimmen. Wie die von Heather Dunbar. Seit über 20 Jahren analysiert die Psychologin die Entwicklung von Jugendlichen. Dass immer mehr Eltern zur Fußfessel greifen, macht ihr Angst. Meine Sorge ist, dass die Fußfessel Gabriellas gesunder Entwicklung im Wege steht und verhindert, dass sie sich selbst findet, sich ausprobiert, Fehler macht und selbst Probleme löst. Sie sollte lernen, dass sie das schaffen kann. Stattdessen muss sie gegen ihre Mutter und die Fußfessel kämpfen. Experten sind sich einig. Für Jugendliche ist es entscheidend, dass sie sich Herausforderungen stellen können und diese bestehen. Sie müssen lernen, sich selbst zu vertrauen. Nur so können sie zu selbstbewussten Erwachsenen werden. Nicht nur deswegen hält Heather die Fußfessel für wenig zielführend.
Ich mache mir um beide Sorgen. Ich mache mir auch Sorgen um die Mutter, die eindeutig alles für die Sicherheit ihrer Tochter tut. Sie tut das, was sie für richtig hält. Doch meine Sorge ist, dass sie keine gesunde Beziehung mit ihrer Tochter haben wird, wenn diese erwachsen ist. Dass das hier einen so großen Konflikt schafft, den sie niemals wieder überwinden können. Betroffene Eltern halten dagegen. Kinder wie Gabriella müssen vor sich selbst geschützt werden. Gina will verhindern, dass ihre Tochter noch mal wegläuft oder das Jugendamt übernimmt. Die Frau vom Jugendamt hat gesagt, manchmal ist es für Eltern zu viel und sie schaffen es nicht mehr. Also geben sie die Kinder zu uns. Doch ich werde es schaffen. Die Fußfessel scheint für Gina die einzige Möglichkeit zu sein. Unterstützung von Gabriellas Vater gibt es keine. Er hat Drogenprobleme und ist im Gefängnis. Außerdem muss Gina sich auch um ihre beiden anderen Kinder kümmern. Im Durchschnitt tragen die betroffenen Kinder die Fußfessel rund ein halbes Jahr. Gina hofft, dass dann alles vorbei ist. Doch die Chancen dafür sind gering. Meine Mutter und ich haben uns schon davor nie gut verstanden. Wir hatten nie eine richtige Bindung, weil sie am Anfang nicht immer für mich da war. Sie war beim Militär. Das hat mir sehr wehgetan. Die Fußfessel macht unsere Beziehung nicht besser. Sie macht es nur schlimmer. Ich werde nicht wieder abhauen. Doch ich weiß, wenn ich 18 bin, werde ich weggehen. Denn sie hat mich vor der ganzen Welt ferngehalten. Gina hat ihr sogar noch mehr genommen als die Freiheit. Als Gabriella die Fußfessel bekommt, trennt sich ihr Freund von ihr. Ein schwerer Schlag für die Tochter, ein kurzfristiger Erfolg für die Mutter. Wenn sie mir es nicht verzeihen kann, dass ich ihr eine Fußfessel verpasst habe, wird sie mir das immer wieder vorwerfen. Es gab Dinge in der Vergangenheit, die ich hätte anders machen können, besser machen können. Aber bei der Fußfessel bin ich mir sicher, das war die richtige Entscheidung. Ob die 14-Jährige diese Entscheidung ihrer Mutter irgendwann verstehen kann, ihr vielleicht sogar verzeihen kann, das weiß heute noch niemand. Gina weiß nur, dass Gabriella momentan nicht weglaufen kann. Doch den höchsten Preis für diese Erziehungsmethode zahlt wohl ihre Tochter.